Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Leitzinsen nicht angetastet. Sie will die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank aber intensiv überprüfen. Das teilte die 63-Jährige nach dem Ratstreffen in Frankfurt am Main mit, das sie erstmals leitete. Lagarde war am 18. Oktober vom Europäischen Rat für eine Amtszeit von 8 Jahren zur EZB-Präsidentin ernannt worden und trat ihr Amt Anfang November an. Ich werde ich selbst sein und deshalb wahrscheinlich anders. Außerdem plant Lagarde, das Themenspektrum der Zentralbank um gesellschaftliche Fragen wie Klimapolitik und Frauenförderung zu erweitern.